meine lieben Freunde, jetzt haben wir hier den Stefan Wirtz. Stefan Wirtz kandidiert auch für den Landesvorstand der AfD in Niedersachsen. Dafür wünsche ich dir erstmal viel Glück. Und auch du bekommst, wie die anderen Kandidaten, 3 Fragen von mir, die der Stefan natürlich vorher nicht weiß. Zum Beantworten dieser Fragen hast du jeweils 1 Minute Zeit. Wenn ich die Frage gestellt habe, übergebe ich dir das Mikrofon, dann drücke ich hier auf Start, dann darfst du anfangen zu erzählen. Und wenn die Zeit um ist, die ich dir nicht zeige, nehme ich dir das Mikro einfach weg. Wenn du nicht fertig bist, hast du Pech. Das heißt, du musst das jetzt einschätzen können. Okay. Das ist ein ganz spezieller Wahlkampf. 3 Fragen und 3 Minuten. Lieber Stefan, die erste Frage ist, erzähl doch einfach mal den Zuschauern oder mir etwas von deinem Leben, von der Geburt bis zu dem Tag, wo du in die AfD eingetreten bist. Schule, Ausbildung, was hast du gelernt, was hast du gemacht, was bist du für ein Mensch? Jetzt gebe ich dir das Mikro und Sekunde, jetzt. Jetzt. Gut, ist noch gar nicht so lange her, da habe ich zu meinem Erstaunen festgestellt, dass ich seit fast 50 Jahren in oder um Braunschweig lebe. Entsprechend ist meine Lebensführung da von Grundschule bis zur Universität in unserem Städtchen geblieben. Eigentlich bin ich gar kein gebürtiger Braunschweiger, sondern Zugereister. Wird wahrscheinlich nach den Jahrzehnten jetzt nicht mehr so gesehen. Gut, nach der Uni bin ich dann im Wehrdienst gewesen, aber dann natürlich wieder, ich bin vor der Uni im Wehrdienst gewesen und dann natürlich wieder zurückgekommen und arbeite, lebe jetzt seit ewigen Zeiten, habe ich wirklich festgestellt, schon in Braunschweig. Bin da auch sehr zufrieden und habe bis zur AfD, mir nicht vorstellen können, dass ich mich überhaupt mal politisch betätige. Ich wollte 2 Dinge nicht tun, niemals in eine Partei eintreten und niemals einen Verein gründen. Das mit der Partei habe ich jetzt leider nicht so ganz geschafft. Den Verein, den lasse ich einfach noch mal. Ich glaube, das ist ein bisschen zu bieder dann. Aber mit der AfD habe ich dann eins meiner Lebensprinzipien, das ich mir zumindest vorgenommen habe, gebrochen. AfD ist aber meine letzte. Deine Minute ist jetzt vorbei. Manche haben es geschafft, manche nicht. Jetzt kommen wir mal zur zweiten Frage. Ich muss erst mal einen Moment. Ich bin ein bisschen. Was ich noch sagen wollte. Das wollen wir auch nicht mehr erfahren. Ich muss mal eben einmal zurücksetzen. So, die zweite Frage. Was hast du, Stefan Wirtz, für die AfD getan? Von dem Tag, wo du in die AfD eingetreten bist, bis zu dem Zeitpunkt jetzt, wo du hier stehst. Positives, also Wahl, Werbung kannst du jetzt machen mit deinen guten Eigenschaften. Hier das Mikro und die Zeit läuft. Vielen Dank. Ich habe in der AfD angefangen als Gast in einer Runde in einem fensterlosen Raum bei uns im Schützenhaus. Habe gestaunt, wie wenig Leute da sind. Hatte mir, viel mehr Gedanken gemacht, was passiert, wenn man zu der AfD geht. Das war in Mitte 2015. Ich dachte nicht, dass ein so kleiner Kreis da zu finden ist. Wir haben uns dann entwickelt und da war ich dabei und da bin ich auch stolz drauf. Wir haben angefangen, da unser Kommunalprogramm auszuhacken für die Kommunalwahl 2016. Wir haben das aufgebaut, wir haben kandidiert, wir haben die Wahl geschafft. Wir sind da ins Rathaus eingezogen als viertstärkste Fraktion. Ich bin da Fraktionsvorsitzender heute noch. Nicht allzu viel Zeit später wurde dann der Landtag in Niedersachsen aufgelöst. Wir haben uns sehr beeilen müssen mit unserer Aufstellungsversammlung, mit unserem Unterschriftensammeln, mit unserer Werbung auch. Das war ein hartes Brot, muss ich sagen, um überhaupt wählfähig als Direktkandidat zu werden und auch als Partei zu werden. Dankeschön. Ja, und das ist wirklich nur erst der halbe Lebenslauf. Liebe Freunde, wir wissen alle, wie die Politiker sind. Wenn die einmal anfangen zu erzählen, dann wollen sie gar nicht mehr aufhören. Deswegen knallhart 1 Minute. Und die letzte Frage, das ist wohl die allerwichtigste. Wir stellen uns jetzt mal vor, du wirst gewählt als Landesvorsitzender. Was möchtest du hier in Niedersachsen verändern, verbessern, einführen, wie auch immer man das nennen möchte? Was wirst du dann machen, wenn du zum Vorsitz der AfD Niedersachsen gewählt wirst? Hier dein Mikrofon und die Zeit läuft. Ja, ich glaube, meine erste Verbesserungsidee ist jetzt, das Mikrofon beidhändig zu halten, damit das mir nicht wieder wegnehmen kann. Nein, also wir haben natürlich, dadurch, dass ich jetzt über 2 Jahre in diesem Landesvorstand war, da kann ich nicht sagen, oh, es ist alles mies, es ist alles schlecht, es muss alles besser gemacht werden. Es gibt einiges, was man verbessern muss. Wir müssen tatsächlich mehr sichtbar werden, aber wir dürfen nicht nur mit irgendwelchen Parolen daherkommen, sondern wir müssen zeigen und sagen, was wir können. Das haben wir so ein bisschen vergessen als ehemalige Professorenpartei, dass wir eine Menge auf dem Kasten haben, wesentlich mehr, wie ich es erlebe, als der normale Abgeordnete im Landtag und erst recht in der Stadt. Da können wir ordentlich zulegen, da haben wir Luft nach
nach oben. Aber wir können jetzt natürlich auch nicht alles umreißen, sondern wir müssen möglichst nahtlos da weitermachen, wo wir bis jetzt auch gelandet sind. Und wenn wir jetzt alles wieder versuchen, vom Kopf auf die Füße oder umgekehrt zu stellen, ich denke, die Zeit haben wir nicht mehr. Und so wie meine Minute hier abläuft, werde ich auch da möglichst schnell ins Geschäft einsteigen, so wie wir es jetzt bisher auch hatten im Landesvorstand. Und zack. Danke. Das war fast eine Punktlandung. Ja. Gut, lieber Stefan. Zu unserer Lernkurve hier in der AfD. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Der Abend heute war ja auch schon lang. Ich wünsche dir eine gute Fahrt nach Hause und wir sehen uns spätestens in Braunschweig oder sehen wir uns auch in Berlin? Wenn man durchkommt, ich höre so einiges an Gerüchten. Die Fahrt hierher war schon lustig. Ich werde mal sehen, wann ich heute noch zu Hause bin und wann und wie ich weiterfahren könnte. Nichts versprochen, wie üblich. Also ich fahre hin, 5 Uhr geht's los. Aber gut, das ist ein anderes Thema, das werden wir später machen. Vielen Dank und ich schnappe mir den nächsten. Dankeschön.